ÖVP. Gerhard ist nun am Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Ja, auch wir können uns dem Titel dieser Aktuellen Stunde anschließen, allerdings mit einem kleinen Aber dazu. Und da möchte ich beim Vorredner, dem Kollegen Ottenschläger, anschließen. Das Bessere ist der Feind des Guten. Es geht nicht nur darum, Infrastruktur zu bauen, und das zählt ja, wie gesagt, in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den glorreichen Leistungen der derzeitigen Regierung, sondern es geht auch dazu, dass man es gut baut, dass man es intelligent baut und dass danach diese Infrastruktur auch intelligent genutzt wird. Schauen wir uns doch ein paar der zitierten Projekte an, zum Beispiel den Lobautunnel oder den Westring. Vor einem oder zwei Jahren war in Linz am Hauptplatz der Spatenstich. Man sieht derzeit noch nicht einmal Markierungen auf der Straße für Bauarbeiten. Mir kommt manchmal vor, wir sind eher in einer Verhinderungsrepublik als wie einer Baurepublik. Es dauert wesentlich länger, die Projekte auf Schiene zu bringen und wirklich mit dem Baggern zu beginnen, als dass wir dann anschließend eine Bauzeit haben. Und da kommen wir zum zweiten Aspekt. Woher kommt das Geld für die Infrastruktur? Nehmen wir nur die Straßen. Wir haben heute gehört, es werden wichtige und auch teure Straßenprojekte gemacht im höherrangigen Straßennetz. Gleichzeitig wissen wir von den Bundesländern, dass sie vorne und hinten nicht das Geld haben, ihr Straßennetz zu erhalten. Ja, meine Damen und Herren, wir haben einen riesen Brocken Mineralölsteuer, den wir irgendwo im Budget versickern lassen. Wenn wir da eine Zweckwidmung machen, dann haben wir wesentlich mehr Geld, als die Bundesländer brauchen würden, um das Straßennetz auch wirklich vernünftig erhalten zu können. Und wir könnten sogar noch etliches in das höherrangige Netz der ASFINAG geben. Aber das würde bedeuten, dass man auch dem Geld ein Mascherl gibt. Und das wäre aber transparent und gegenüber dem Bürger ehrlich. Kommen wir aber zu einigen Details, die heute angesprochen wurden. Die Schiene, Club Obmann-Schieder hat gesagt, sie ist schneller, der Zug ist schneller, als man auf der Straße fahren kann. Stimmt grundsätzlich und sollte überall gelten, gilt aber leider nur auf einigen Gebieten des Fernverkehrs. Wenn Sie von Graz nach Linz wollen, wenn Sie von Graz nach Salzburg wollen, nach Innsbruck, dann haben Sie ein Problem. Da hängen Sie mit einem langsamen Auto den Zug locker ab. Und im Nahverkehr wird es noch dramatischer. Da hat sich nämlich aus welchen Gründen immer ein bisschen der große Netzbetreiber, die ÖBB-Infrastruktur, etwas gescheut im Nahverkehr zu investieren. Wenn Sie sich etliche Brücken im Großraum oder im Zentralraum Oberösterreich rund um Wels beispielsweise anschauen, das ist eher ein Infrastrukturverhinderungsprojekt gewesen als ein Ausbauprojekt. Darum sage ich, ja, Infrastruktur bauen, aber intelligent bauen. Oder in der Schifffahrt. Wir brauchen eine Einbindung der Schifffahrt auf der Donau in den Generalverkehrsplan. Wir brauchen Häfen, die wirklich in der Lage sind, dieses trimodale System zu erfüllen. Und wir brauchen Anreize, dann auch wirklich sogenannte High-and-Heavy-Transporte auf das Schiff zu bringen. Wenn das nicht passiert, ist das alles immer nur graue Theorie. Und ein Wort noch zum Breitband. Ja, wir stehen dahinter. Es ist wichtig, auch in etwas entfernter gelegene Regionen unseres Bundesgebietes das Internet auf Breitbandqualität zu bringen. Was wir aber brauchen zusätzlich, und das ist eine Kernforderung von uns Freiheitlichen, wir brauchen einen fairen Zugang zu dieser Infrastruktur für die alternativen Telekom-Anbieter, denn sonst schaffen wir schon bereits jetzt ein Monopol für eine Firma, die im Endeffekt sich österreichisch nennt, aber in mexikanischen Händen ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das Ganze fair verteilt ist und dass auch Österreicher zukommen. In Summe ein guter Vorhabensbericht, ein guter Plan, aber bitte noch etwas mehr Anstrengung bei der Ausarbeitung und bei den Details. Und ich möchte von dieser Stelle als erstes einmal den Verantwortlichen dafür danken, die wirklich in der Lage sind, das auch wirklich zusammenzubringen. Das sind nämlich die Steuerzahler. Ohne ihre Gelder, ohne ihre Steuern könnten wir das alles nicht errichten. Danke.
Infrastruktur bauen ist das eine, sie sinnvoll nutzen und erhalten das andere, doch da hapert es. Deshalb ist die FPÖ für eine Zweckwidmung der Mineralölsteuer zur Erhaltung der Infrastruktur. Georg Wien.